Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, wer es verpasst hat, meine Flecki war vor kurzem sehr, sehr schwer krank. Das habe ich bei Community das erste Mal gepostet und danach bei Instagram, wer mir dort noch nicht folgt, Schrussis echt offiziell heiße ich dort. Ja, meine Flecki war schwer krank, aber wir haben es zum Glück sehr gut wieder auf die Reihe bekommen. Wir waren insgesamt 4 Tage beim Tierarzt. Heute auch wieder. Ja, aber warum? Was war los bei der Flecki? Und zwar, ja, ich weiß jetzt nicht mal, welchen Tag das war, aber das ist jetzt auch völlig egal. Ja, ich bin rausgekommen. Wie immer tut man ja die Stelle öffnen, guckt. Und da habe ich gesehen, ja, was ist denn da los? Flecki hat den Arsch ganz schön nach oben gestreckt. Die hat nichts ausgeschieden, also nicht gepullert, nicht gekackt. Und da habe ich schon einen Verdacht gehabt, dass dort was faul ist. Ja, habe ich mir das mal angeguckt. Habe ich dann mal hinten beim Po nachgeschaut. Der war klitschenass. Der ist auch jetzt immer noch klitschenass. Ja. Erkläre ich dann gleich weiter. Genau. Ja, dann habe ich sie rausgenommen, auf den Tisch gemacht, aber habe ich nachgeguckt, was da ist. Erstmal trocken gelegt, mit Tüchern, sauber gemacht und alles. Ja, habe ich dann Futter reingemacht und hat sie aber nicht gegessen. Und die hat den Tag davor auch nichts gegessen. Also das lag alles nur drinnen. Ja, und da habe ich gleich gesagt, wir müssen jetzt so schnell zum Tierarzt fahren. Und wir haben dann auch an den Tag nochmal vorneweg angerufen und gefragt, was könnte es sein, welches Problem ist es und alles. Ja, und da sollten wir sofort zum Tierarzt. Das war nämlich ein Notfall. Ja, wir mussten so schnell, weil die Blase voll war. Die konnte nicht mehr pullern. Ich habe einen Zettel hier neben mir, habe ich alles aufgeschrieben, was sie da alles noch so bekommen hat. Ja, wo ich dann aufgelegt habe, wo ich mit Terz geredet habe, mussten wir so schnell machen, Flecki raus in die Transportkiste, ab zum Tierarzt gefahren und wir sind dann gleich dran gekommen, weil es ja auf jeden Fall ein Notfall war. Dann waren gleich also ein Arzt und eine Ärztin und dann zwei Schwestern dazu. Also sagen wir mal 4 Ärzte haben sich um die Flecki hier gekümmert und haben sie gesagt, dass es überhaupt nicht gut aussieht, das mit der Blase und so, dass die sofort entlernen müssen. So einfach geht das ja jetzt nicht. Ja. Die tut auch nämlich gerade wieder den Po hoben, weil sie immer noch Schmerzen hat. Das kann man gerade sehen hier. Ja, die Flecki haben wir dann beim ersten Tag erstmal dort gelassen. Also, ich weiß nicht mehr, welche Zeit das war. Ich glaube, Mittag haben wir sie hingeschafft und haben wir sie dann abends 18 Uhr wieder geholt. Ja, und zwar beim ersten Tag haben sie auf jeden Fall sehr viel Spritzen gegeben und alles. Die haben, hab's auf meinem Zettel stehen, die haben auch Blut abgenommen, um zu gucken, ob irgendwas ist beim Kaninchen. Das können sie ja beim Blut herausfinden. Urinprobe haben sie gemacht und haben sie festgestellt, wieso die Blase überhaupt voll ist. Die hat nämlich Harngries. Das heißt, die Puller ist nicht mehr flüssig, sondern fester, also wie Gelee. Und da kann man nicht mehr pullern. Ja? Dann ist eine Verstopfung drin und dann staut sich das. Und die war richtig aufgequollen, die Flecki. Und da haben sie, glaube ich, wie so einen kleinen Schlauch eingeführt, damit das rauslaufen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Vielleicht habt ihr einen Tipp, könnt ihr ja drunter schreiben, wie das genau heißt.
Ja, wo dann die Pulle alles raus war und so, haben sie ja wie gesagt eine Urinprobe gemacht. Und das gerade. Dann hat sie Antibiotika bekommen, Spritzen. Hat sie auf jeden Fall jeden Tag bekommen, alle 4 Tage jetzt. Eine Infusion. Infusion heißt, zeige ich immer mal ein paar Bilder hier. Das sind Tropfen. Das habt ihr wahrscheinlich auch mal im Krankenhaus gesehen. Da ist so ein Gestell mit so einer, sagen wir mal, Wasserflasche dazu. Und da kriegt ihr so eine Spritze rein. Und da gehen so welche Tropfen rein. Ja. Das hat die auch bekommen. Das sah aus, ey. Ich konnte gar nicht hingucken. Schmerzmittel hat sie bekommen, damit die Bauchschmerzen und die Rückenschmerzen zu den Rücken kommen, nämlich gleich. Das ist nämlich die nächste Ursache. Ja, Schmerzmittel hat sie bekommen wegen Bauchschmerzen und Rücken. So, kommen wir jetzt mal zum Rücken. Die haben auch beim ersten Tag haben sie ja die erstmal sofort Ultraschall gemacht. Dann noch eins, wo man sieht, die Wirbelsäule und alles. Und da haben sie entdeckt, dass bei der Flecki ein Defekt ist bei der Wirbelsäule hinten. Das ist ziemlich weit hinten hier. Und da haben sie mich gefragt, ob das Kaninchen mal runtergefallen ist. Nein, meine Flecki ist noch nie runtergefallen. Da haben wir auch erstmal überlegt, wie kann das sein? Ich habe nämlich einen Verdacht, ich habe mir meine Flecki damals von der Kaninchenausstellung geholt. Da war die 1 Jahr alt. Und da kann es sein, dass sie davor beim Züchter einen Abflug gemacht hat und da ein Wirbelsäulenproblem hat. Und das ist jetzt Laufe der Jahre ja, ein bisschen schlimmer geworden. Deswegen hat die Flecki immer so einen ganz kleinen, leichten Buckel hier. Und es kann auch auftreten wegen Wirbelsäulenproblemen bei Kaninchen, Häsinnen, beim Zulassen. Ich habe ja schon oft gesagt, Kaninchen, Häsinnen dürfen nur bis zum dritten, vierten Lebensjahr zugelassen werden. Später auf keinen Fall mehr, weil dadurch die Wirbelsäule und alles kaputt gehen kann. Und die Flecki, die habe ich ja bis über 3 Jahre nicht mehr zugelassen. Ab 3 Jahre war Schluss. Dann habe ich mir nämlich die Trixi geholt, ja, die ja die gleiche Rasse ist, Rheinische Schecke. Genau. Also, die hat ein Wirbelsäulenproblem und die hat, glaube ich, gerade wieder ein bisschen Schmerzen. Man hört das vielleicht. Ja. Ja, sprechen wir nochmal darüber. Die haben ja Blut abgenommen. Und zwar haben die Blut abgenommen, glaube ich, an dem Fuß. Ich weiß gar nicht, warum die am Fuß Blut abgenommen haben und nee, hier oben. Wahrscheinlich, weil sie dort die Medikamente reingespritzt haben. Also Antibiotika und alle Schmerzmittel. Ja, und da hat sie eine ganz kleine Wunde auf dem Fuß. Aber das ist erstmal harmlos. Das ist jetzt schon wieder zugeheilt zum Glück. Ja. Ja, es tut mir echt sehr leid. Und das ist nämlich aufgetreten, wo das wieder wärmer geworden ist. Also die letzten Tage war ja Schweinekalt minus, also der letzte Tag war minus 17 Grad. Ja, und dann ist es nämlich aufgetreten, wo ich das Problem entdeckt habe. Es war nämlich gleich Schlag auf Schlag. Ja, Tag davor war alles super, nächsten Tag nächste da. Als wärst du tot. Ja, also ich habe sowas echt noch nie erlebt, ja. Und sprechen wir jetzt mal über die Blase von der Flecki. Die musste jetzt jeden Tag immer wieder von Hand geleert werden. Der Tierarzt musste, ich konnte das echt nicht sehen, aber es geht leider nicht anders. Man musste die Blase drücken, da musste sie die pullern. Der Harnkries musste nämlich alles raus. Aber nach Tag 1 war der Harnkries auf jeden Fall sehr gut wieder weg. Und die Pulla war wieder sehr schön flüssig, gelb, so wie es sein soll. Ja, genau. Auch heute, Tag 4, mussten wir die Blase ausdrücken. Und heute kam so viel raus,
da hat die erstmal einen Strahl gemacht, der ging bestimmt 1 Meter weit. Da hat sie mich fast voll gepinkelt beim Tierarzt, wo wir dort alle im Kreise so standen. Ja, da, nee, genau. Ist aber heute zum Glück erstmal der letzte Tag gewesen beim Tierarzt. Die wollen wir erstmal jetzt hier behalten. Die soll jetzt erstmal alleine hier mal fit werden und alles. Wir haben auch Medikament mitbekommen, aber Medikament eher gesagt, eine kleine Tablette. Zeige ich hier oben mal. Ich weiß jetzt nicht, was das ist oder wie das heißt. Habe ich leider vergessen. Ich kann mir leider nicht alles merken. Das war die letzten Tage sehr, sehr stressig, wie gesagt. Und da haben wir heute 28 Stück mitbekommen. Und da bekommt ihr nämlich am Tag 2 Tabletten, früh und abends. Die kann man einfach so geben, wie als Leckerli, frisst ihr das von der Hand runter. Also die Tablette ist circa 1 Zentimeter groß. Ja. So, die Tablette muss ich jetzt essen. Fein. Super. Frisst sie gleich, ansonsten muss man die Tabletten immer untermischen. Aber wenn sie es gleich frisst, umso besser. Scheint zu schmecken und das ist, also das hilft. Genau. Also das sieht jetzt viel besser aus als die letzten Tage. Letzten Tage sah es richtig verdammt scheiße aus, sage ich jetzt mal auf Deutsch gesagt. Ja, ich hätte auch nie gedacht, dass die Flecki das überlebt. Ja, die hat immer wieder ein paar leichte Schmerzen, weil immer, ja, das Hinterteil tut weh. Aber ich denke mal, das wird die nächsten Tage besser werden. Ja, super, Flecki. Ja, endlich. So muss das sein. Schön fressen muss sie nämlich. Das Futter ist ja hier daneben. Ich tue immer mal ein bisschen so füttern, was sie so am liebsten mag. Ansonsten frisst sie das alles dann in der Nacht auf. Jetzt siehst du aus. Deine Wampe ist schön orange. Warte mal. Ich habe hier noch eine kleine Möhre. Fein, aber bitte nicht in die Finger beißen, das tut dann weh. Das ist meine Fleggy. Schön. Oh, jetzt wird es ein bisschen knapp bei den Fingern. Oh. Schön, das ist super. So, gehen wir mal hier rüber. Und zwar hat sie 2 Bereiche, wo sie trinken kann. Das ist hier die Wasserschale mit Tee. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Tee hier drin ist. Und dann haben wir noch den Wassertrank, der hier draußen hängt. Da ist nämlich Wasser drin. Also hier ist reichlich drin. Hier sieht man die Grenze gerade vom Wasser. Ja, und die tut reichlich trinken zum Glück am Tag. So, Flecki, hier die nächste kleine Möhre. Was ist denn jetzt los? Schubst du mich weg? Willst du nicht mehr? Nicht mehr? Nee, die schubst meine Hand weg. Also das heißt, nein, lass mich in Ruhe. Wait. Aber ich hoffe, du frisst auch ganz viel. Oh, was macht sie jetzt? Sie legt sich bestimmt hier vorne hin. Also die ist auf jeden Fall noch sehr geschwächt. Ist ja klar. 4 Tage Tierarzt würde ich ohne gern haben. Jetzt kann man das auch sehr gut erkennen. Hier hinten, das Hinterteil, das hebt an, als wie das vordere Teil. Weil die immer noch Schmerzen hat. Aber normalerweise kann sie jetzt keine Schmerzen haben, weil sie sowieso Schmerzmittel bekommen hat. Und vielleicht kann man das hier ein bisschen erkennen, dass das hier sehr nass aussieht. Wir werden die auf jeden Fall vielleicht morgen müssen wir die waschen. Hat der Tierarzt auch empfohlen. Damit sie nicht mehr mit nach Puller riecht, weil das riecht echt stark nach Puller. Und die darf nie nass sein. Die muss nämlich trocken sein, weil nasses Kaninchen ist nicht gut. Da können sie nämlich auch krank werden dadurch. Ja, wie so ein kleines Kind, auf was man jetzt aufpassen müssen und alles. Am besten, Flecki, du bekommst eine Windel.
beim Tag 3 hat sie dann noch Koffein bekommen, also wie Kaffee, ja, in der Spritze, also jetzt nicht in die Haut stechen, sondern in den Mund. Koffein hat sie bekommen und das hat der geschmeckt, also hat sie ganz schön gekatscht, ja, hat sie bekommen. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, weswegen das war, ich glaube gegen den Bauchschmerzen oder sowas, weil die hat den letzten Tag auch nicht gekackt, ja. Das ist auch nämlich sehr blöd, wenn ein Kaninchen nicht kackt. Da kann es nämlich auch zu Beschwerden kommen und alles. Tag 4, was ja heute war, hat sie Kräuterschnaps bekommen. Keine Ahnung, was sie da bekommen hat, aber das ist irgendwas vom Tierarzt und nee, irgendwie vom Einzelhandel oder so. Genau, und das hat sie nicht gemocht. Ja, da hat sie sich so geweigert, in die Ecke gerannt und boah. Aber ja, das muss helfen. Genau. Und schätzt mal, wie viel Spritzen hat die Flecki insgesamt in den 4 Tagen bekommen? Da kann man eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln, aber das hilft halt, ja. Sonst wäre die Flecki jetzt nicht mehr da. Die hat insgesamt circa, also unter 12 Spritzen hat sie nicht bekommen. 12 Spritzen. Ich denke mal, es waren mehr, es könnten 15 Spritzen gewesen sein. So jeden Tag 4 Spritzen. Ach, echt blöde. Also eine Entzündung hat sie auf jeden Fall nicht. Wo sie hier die Proben gemacht haben, Urinprobe oder und Blutproben und sowas. Also keine Entzündung, brauchen wir uns keine Sorgen machen. So, da reden wir nochmal über den Harnkries. Wieso die Puller nächsten Tag auf einmal dick war. Ja? Und warum das gestaut hat. Ihr habt das ja in dem letzten Video gesehen. Die Schüssel hier hinten, seht ihr die? Kann ich jetzt gerade bei meinem kleinen Bildschirm erkennen. Ich musste die Kaninchen alle immer mit der Wasserschüssel was zum Trinken geben. Weil an den Tagen Minusgrade herrscht und da kann man halt nicht hier reinmachen. Kein Wassertrank an die Tür hängen, keine Schale rein, weil innerhalb einer Stunde war Eis. Und da war es unmöglich, beim Kaninchen draus zu trinken. Und ja, es kann sein, dass die Flecki zu wenig getrunken hat. Weil die Flecki hat ja nur das Problem und die anderen überhaupt nicht. Auf jeden Fall will ich niemanden haben, der irgendwelche blöden Kommentare unter mein Video schreibt. Die Kommentare werden sowieso gleich gelöscht. Ja? Es passiert sowas. Keiner ist hier dran schuld. Ja? Es wurde festgestellt, es ist ein Wirbelsäulenproblem und der Harnriss. Und es kann immer wieder sein, dass die Fütterung dran schuld ist. Kann auch sein, hat sie auch gesagt, wegen dem Trockenfutter. Ich gebe ja auch jeden Tag Kraftfutter und Weizen. Und da hat sie gesagt, auf jeden Fall Weizen nicht so viel geben wie das Kraftfutter. Das müssen wir jetzt nämlich umstellen. Ja, die Flecki bekommt jetzt ab sofort kein Weizen mehr, nur noch Kraftfutter, aber ganz, ganz kleine Menge. Ja. Am besten 2-3 Esslöffel, sagen wir, das sind die größeren Löffel. Und ja, das ist eine mittlere Rasse und die Blue hier unten drunter ist eine große Rasse, die kriegt halt ein bisschen mehr. Aber die Kaninchen brauchen echt jeden Tag viel, viel Wasser. Und bei den Minusgraden war das ein bisschen schlecht. Genau. Also wenn der Winter mal wieder so brutal kalt wird, sollte man nicht zu viel Trockenfutter geben. Lieber viel Nassfutter, auch wenn das halt schnell einfriert. Ja, da muss man halt dafür sorgen, dass das nicht so schnell einfriert. Deswegen die Ställe zuhängen. Meine Ställe sind zugehangen. Jetzt sind sie nämlich gerade wieder offen, weil jetzt der Winter auf einmal wieder weg ist. Wir haben jetzt plus 10 Grad. Ja, Schnee ist weg. Vor ein paar Tagen, vor 4-5 Tagen hatten wir minus 17 Grad. Das ist auf jeden Fall ein richtig krasser Unterschied. Auch für die Kaninchen. Ja. Und letzte Nacht hat sie ja zum Glück auch alles aufgefressen, was drinnen lag. Das Futter, das liegt hinter der Flecki, habe ich ja erst gezeigt. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen richtig gute Videos rausbringen, was man den Kaninchen füttern soll und was nicht. Da habe ich nämlich ganz viele Zettel vom Tierarzt mitbekommen. Ja? Und darüber mache ich nämlich ein Video. Ja? Zum Beispiel das Kaninchen... wodurch die
Blähungen bekommen. Ja? Darüber mache ich Video. Ich hoffe, ihr seid alle wieder mit dabei. Und wenn eures Kaninchen sich komisch verhält und auch krank ist, sofort zum Tierarzt. Zum Glück habe ich einen Tierarzt, der sich sehr gut mit Kaninchen auskennt. Ja? Sonst hätten wir das mit der Flecki überhaupt nicht geschafft. Ja, also Tierarzt ist sehr, sehr praktisch, auch wenn es leider sehr viel kostet. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es sich sehr, sehr traurig anhört. Wir sehen uns. Wieder schauen, reingehauen.